Am nächsten Morgen. Heute Nacht hat sich etwas Tragisches ereignet. Unser allseits beliebter, ehrwürdiger Dojo-Leiter wurde grausam ermordet. Von wem er sprechen? Keine Ahnung. Er redet von Hapusai. Verzeihung. Doch der heimtückische Mord ist nicht ungesühnt geblieben. Noch gestern Nacht haben Moose und ich den Mord gerecht und den Täter seiner gerechten Strafe zugeführt. Vor dem Haus. Vor dem Haus. Ich kann verkünden, Harry Potter ist tot. Von wem er sprechen? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Aber fürchtet euch nicht. Ich habe eine frohe Botschaft zu verkünden. Unser Dojo wird nicht lange führerlos bleiben, denn der stärkste Krieger, Ranma Kun, hat sich dazu bereit erklärt, die Leitung des Dojos zu übernehmen. Oh Ranma, du hast es geschafft. Ja. Na, das ging ja schnell mit deiner Prophezeiung. Aha. Gratulation, du wirst bestimmt ein besserer Dojo-Leiter als Hapusai. Ranma Kun, ich habe Pujin immer gewusst, dass Ranma das schaffen. Ja, ich auch. Kommt mit, ich gebe eine Runde Okonomiyaki aus. Wir kommen gleich nach. Von wem er sprechen? Keine Ahnung. Das macht er seit einer Weile. Ich glaube, der Ruhm steigt ihm zu Kopf. Hast du Ukio gehört? Sie weiß es. Was soll sie wissen? Ja, sie weiß von der Prophezeiung. Sie war dabei. Und sie ist auch nicht dumm. Sie kann eins und eins zusammenzählen. Sie weiß, dass wir Hapusai getötet haben. Ach was, das bildest du dir ein. Sie hat dich doch sogar beglückwünscht. Ja, aber... So, und jetzt genießt du endlich deinen Erfolg und wir gehen Okonomiyaki essen. Ja, du bist so gutgläubig. In einem romantischen Park. Ein Fussel. So, probieren wir es noch einmal. Hey! Nein, zu plump. Guten Tag. Nein, zu förmlich. Grüß Gott. Nein, zu österreichisch. Ich brauche etwas Persönlicheres. Wie wäre es mit, du hast schöne Augen? Nein. Schuhe? Nein. Ah, Baby, du hast schöne... zu missverständlich. Du siehst gut aus. Zu plump. Hey Baby, gehen wir zu dir oder zu mir? Zu direkt. Lass ich sie einfach reden, machen Frauen ohnehin immer. Was machst du da? Die Pralinen waren für stirb! Die Blumen! In der Halle des Dojos. Es war ja abzusehen, dass diese ungeschickte Kuh einmal über ihre eigenen Beine stolpert und sich das Genick bricht. Nein, das war kein Unfall. Das war Mord. Meinst du?
Da hat dir wohl jemand den Kopf verdreht. Ja, klar, das war Ranma. Und das schon vor einiger Zeit. Sie hat gelben Staub auf den Fußsohlen. Der kommt nur im Ostflügel vor. Und am Kragen? Ein rotes Fussel aus einem äußerst seltenen Gewebe. Baumwolle. Der gelbe Staub, das rote Fussel und das blutige Heizungsrohr dort in der Ecke lassen nur einen Schluss zu. Ich klage an. Ryoga hat gemordet. In der Halle. Mit dem Heizungsrohr. Ryoga kann es gar nicht gewesen sein. Den habe ich seit gestern nicht mehr gesehen. Der hat sich bestimmt wieder verlaufen. Also ich finde es ja schon verdächtig, dass er verschwunden ist. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Ich werde in Ryogas Zimmer nach weiteren Indizien suchen. Und die Leiche, die nehme ich gleich mit zur Autopsie. Ja, sie kann sich ja nicht mehr selber wegräumen. Ach, Ranma. Du scheinst ja gar nicht traurig zu sein. Dabei hat sie doch so viel Zeit mit dir verbracht. Ist sie dir etwa schon auf die Nerven gegangen? Sie weiß es. Ja, es wird bestimmt einsam ohne sie. Aber vielleicht kannst du mir ja etwas Gesellschaft leisten. Ja, ich glaube, ich kann dich auf andere Gedanken bringen. Ich bin davon überzeugt, auf Seite 217 war eine Position, die sich sehr vielversprechend anhört. Werde jetzt völlig verrückt. Er kann doch nicht einfach alle umbringen. Kann er wohl doch. Währenddessen im Geheimversteck der Akatsuki. Ich schaff das. Ich schaff das. Mein Therapeut hat gesagt, dass ich das schaffe, wenn ich es wirklich will. Und ich will das ja wirklich. Ich meine, es ist doch ein edles Ziel in einem so ehrenhaften Verein wie die Akatsukis. Ich meine natürlich die Akatsukis. In Bilden eintreten zu wollen. Und ich wäre der Ersatz der Besten. Ich wäre der Ersatz von Ulf, dem Nachfolger von Rosemarie, die in die Fußstapfen von Bärbel getreten ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Die Tradition reicht noch viel, viel weiter zurück. Dieser Posten wurde schließlich schon von Yusuf, Wotan, Jean-Luc, Edward, Jack Sparrow, Frodo, Jackie Chan, Tobi und Sasori bekleidet. Ich muss mich einfach konzentrieren. Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Ich meine, ich zeige ja schon, wie groß mein Wille ist, indem ich dieses Cosplay. Ich meine natürlich die Dienstkleidung. Entschuldigung. Ich muss weiter. Was machst du in unserem Geheimversteck? Was? Stirb! Was? Scheiße, mein Date. Ich bin schon viel zu spät.